Deutschland ist schön. Ein Land wie Zuckerguss und Schokolade. Wer es einmal betritt, will nie wieder gehen. Man kann sich ein Leben in Belgien gar nicht mehr vorstellen. Jeder verliebt sich in dieses Stückchen Erde. Seine Menschen, seine Landschaften und seine einzigartige Architektur. Nirgendwo sonst gibt es so verspielte Domkirchen, so verwinkelte Trutzburgen und so verwunschene Plattenbauten. Architekten der Welt, schaut auf dieses Land. Herein. Kommen Sie. Kommen Sie. Hallo? Hallo? Waren Sie nicht schon... Ich dachte, Sie... Sind Sie... Fink, ja. Nehmen Sie Platz. Bunse, ich komme wegen der Nachzahlungen. Ich weiß, Herr Bunse, 9.746 Euro und 23 Cent. Und die sind überfällig seit 7 Monaten und 24 Tagen. Dem Gerichtsvollzieher haben Sie auch nicht aufgemacht. Ja, aber da war ich wirklich nicht da. Dem hätte ich auch nicht aufgemacht. Aber zu mir kommt er ja auch nicht. Ich mach das ja auch nicht extra. Ich will ja zahlen. Ich zahle ja auch immer, was ich kann. Das sehe ich. Letzten Monat 40 Euro. Davor 150 Euro. Hut ab. Und davor 96,55. Ja, es war genau 1%. Ich weiß. Was ich nicht weiß, ist, wo steckt Ihr ganzes Geld? Sie verdienen doch gut, ne? Ja, aber ich habe wahnsinnig hohe Fixkosten. Und letztes Jahr, da lief es auch nicht besonders gut. Ich ist auch unendlich peinlich. Muss es nicht. Ich weiß doch, hinter jeder Steuernummer steckt ein Mensch, ein Schicksal, eine Geschichte. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte immer, alle beim Finanzamt diesen... Arschlöcher, Klugscheißer, Hals abschneiden. Wir sind nicht alle so. Also, wo ist Ihr Geld? Ja, wie gesagt, letztes Jahr, dann lief es echt nicht so besonders gut. Und ja, waren die Ersparnisse weg. Ach, das tut mir leid zu hören. Und weiter? Ja, und meine Krankenkasse, die hat meine homöopathischen Anwendungen nicht übernommen. Mein Geschäft ist eingebrochen worden und meine Frau, die... ist mit meinem Lehrling durchgebrannt. Mensch, sie hat es aber auch schwer erwischt. Und der Ex müssen Sie ja noch Unterhalt zahlen, was? Ja, klar. Ha, so sind sie. Es ist wirklich schön, dass sich das alles anhört. Meinen Sie denn, man kann da irgendwas machen? Herr Bunse, ich schau mal, was ich da machen kann. Nix. Herr Wirt, Herr Stommel. Verdacht auf Steuerhinterziehung. Und außerdem hat er vorhin Beamte als Arschlöcher, Klugscheißer und Halsabschneider bezeichnet. Das gilt wohl als Beleidigung. Guten Tag. Na. Oh, Mark. Stöhnte Valerie in Erinnerung an ihre letzte Nacht. Nie würde sie ihrem Oheim je verzeihen, dass er ihre große Liebe nach Übersee versetzt hat. Gedanken verloren, trat sie auf was? Na, auf etwas. Das erhöht die Spannung. Der Leser wird sich fragen, was mag das jetzt wohl gewesen sein, worauf sie gerade getreten ist? Hundekot? Ist eine gute Idee. Also schreib, Valerie stutzte. Was mag das wohl gewesen sein, worauf sie gerade getreten war? Ach, es war der Lieblingsknochen ihres Chihuahuas, Carlos. Der auf Seite 89 vom blinden Gärtner überfahren wurde. Dann eben, es war der Diamantring von Montgomery, den er in der Leiter. Der Ring, der seit Seite 24 in der Abstellkammer unter den Bohlen neben dem Tagebuch liegt. Also, wenn du alles besser weißt, dann schreib das Buch doch selber zu Ende. Ich möchte mal sehen, wie weit du da kommst. Plötzlich Montgomery am Gartenhaus erblickte. Er war nicht über dem Dschungel abgestürzt. Leidenschaftlich rannte sie auf ihn zu, schlang ihre zarten Arme um seinen Hals und dann endlich fanden seine Lippen die ihren. Ende. Das ist ja wohl der größte an den Haaren herbeigezogenste Mist, den ich je gehört habe. Keine Würze. Welche Würze? Also gut, komm, schreib. Montgomery schaute sie betrübt an und beichtete ihr mit bebenden Lippen den wahren Grund für sein jähes Verschwinden. Impotenz. Impotenz?
Eine Zeugungsunfähigkeit. Punkt. Ende. Oh. Das wird ein Bestseller. Stopp, stopp, stopp! Sie haben ihn überfahren! Mein Gott, was ist passiert? Ein Gartenzwerg! Was macht der hier? Und die da? Sieht es nicht gleich viel gemütlicher aus? Können Sie mir mal verraten, was Gartenzwerge in einem Naturschutzgebiet verloren haben? Nicht Gartenzwerge, Herr Forstrat, Waldzwerge. Ich finde, die strahlen so eine unglaubliche innere Wärme aus. Da wirkt doch der Wald gleich viel vertrauter auf den Städter. Wegen der Zwerge bin ich nicht hier. Aha, sondern wegen des Bachs. Allerdings, können Sie mir mal erklären, wie eine Försterin auf die irrsinnige Idee kommt, einen Bach komplett zu überdachen? Ja, ich verstehe jetzt die Frage nicht. Um ihn zu schützen natürlich. Feinstaub, saurer Regen, noch nie was davon gehört. Doch. Aber wo soll unser Wildbestand jetzt zum Trinken hingehen? Runter ins Dorf vielleicht und sich im Wirtshaus ein Glas Leitungswasser bestellen? Das wäre eine Möglichkeit, wenn die Fernstraße endlich für den Autoverkehr gesperrt werden würde. Aber kein Problem. Ich habe natürlich für eine alternative Trinkwasserquelle gesorgt. Kommen Sie mal mit. Na, was sagen Sie jetzt? Bestes Mineralwasser, frei von Kohlensäure, Vulkanstein gefiltert. Kommen Sie, helfen Sie mir mal, die Deckel abzuschrauben. Das können die Tiere noch nicht. Zum Glück gibt es in Deutschland Steuern. Sonst würde hier wenig bis gar nichts funktionieren und es würde an allen Ecken und Enden fehlen. Ohne die Steuereinnahmen könnten wir nicht einmal unsere Steuerprüfer, Finanzbeamten und Finanzminister bezahlen. Irgendetwas fehlt doch noch. Also für mich sieht es perfekt aus. Ja, für dich. Du findest ja auch Pommes lecker und magst deine Mutter. Wieso denn? Was fehlt denn? Sind die Zicken der Gabel zu lang? Du hast recht. Ich werde sie 1 Millimeter abschleifen müssen. Aber das ist es nicht. Ha. So, perfekt. Ha. Da sind sie. Stell dich auf deine Position und los. Der Walnusssalat sieht ja lecker aus, aber hat Bernd nicht eine Nussallergie? Mach sie raus! Mach sie raus! Nein, komm her! Ich mach's! Mutter, lässt du uns jetzt rein? Wir sehen euch doch! Schatz! Halt sie hin! Wie denn? Mein Gott, denk dir doch auch mal was aus! Ich muss schnell was Neues machen. Hallo! Na, endlich! Sag mal, was soll denn das? Was das soll? Nichts. Ganz einfache Erklärung. Das ist so. Wisst ihr... Schaut dort! Ja, Schatz. Vielleicht sogar noch perfekter. Lass sie rein. Hallo. Da seid ihr ja endlich. Hallo, Martina. Hallo. Sag mal, Ludger, was war denn das eben hier an der Tür? Ach, die Tür. Die Tür klemmt irgendwie ein bisschen. Zuerst eine gute Nachricht. Bernd hat eine Akupunkturtherapie gemacht. Ach, toll. Ja, Laserakupunktur. Mm. Ich kann jetzt wieder Walnüsse essen. Dafür sind wir jetzt Vegetarier. Bevor wir in eine kurze Reha-Phase eintreten, noch ein kleines Statement. Dieses wunderschöne Deutschland ist eine Heimat für Menschen unterschiedlichster Herkunft. Sie alle leben hier friedlich und einträchtig zusammen. Menschen aus Dortmund, Menschen aus Schalke, Schwule und Kölner, sensible Berliner und gefühlsechte Pariser. So soll es sein. Mach mit beim großen Joja Rentquiz und gewinne wöchentlich eine von 5 DVDs des Films Happy Feet. Oder am Ende der Staffel ein komplett ausgestattetes Fernsehzimmer im Wert von 7000 Franken, offeriert von Bluewin. Oder einen neuen Seat Leon als Hauptpreis.
Wie oft wurden schon Kandidaten mit Joya Rent in die Ferien geschickt? Joya A 218 Mal oder Joya B 18 Mal? Sende eine SMS mit Joya A oder Joya B an die Zielnummer 920 oder schick eine Postkarte. Ein Sendeschluss ist der 23. März 2007. Joya Rent aus St. Gallen. Nächsten Freitag, 22.15 Uhr, nur in Sat.1. Autoemotion. Der Sat.1-Filmfilm am Samstag. Sie ist tot, glaube ich. Du hast von ihr geträumt. Sie will, dass sie dahin fahren. Aber wohin, Ben? Sie war die Liebe seines Lebens. Du glaubst doch nicht, dass sie noch lebt. Sie versucht, mich zu erreichen. Emily ist tot, Joe. Und sie wird ihn nicht loslassen. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Es gibt 100 Stufen zwischen völlig wach und tot. Bis er das Geheimnis lüftet. Oscar-Preisträger Kevin Costner. Im Zeichen der Libelle. Morgen um 20.15 Uhr. Montag. Rattengift als Mordwaffe. Ja, der Wiener ist voller Abgründe. Der Bayer aber auch. Ein bayerischer Bulle in... Wien, Wien, so eine schöne Stadt. Leichen und jede Menge Verdächtige. Wo ist Mama? Sie ist verschwunden. Also, wo waren Sie gestern Abend zwischen 18 und 24 Uhr? Aber warum hat er gar kein Motiv? Wir haben noch immer ein Motiv gefunden. Giftmorde sind meistens Frauenmorde. Der Bulle von Tölz, die neuen Folgen. Am Montag um 20.15 Uhr. Wenn ein Fall nicht lösbar scheint... Kommen Sie zum Einsatz. Das Team der R.I.S. Da war nicht mal 16. Wie ist das passiert? Sie sehen, was für andere unsichtbar ist. Philipp, ich hab was. Jede Spur. Ein Stück vom Fingernagel wurde abgerissen. Jedes Schicksal. Hat sich am Rand des Beckens festgeklammert. Das Verbrechen hat einen neuen Gegner. R.I.S. Die neue Crime-Serie. Ab Sonntag, gleich nach Navy CIS. Willkommen zurück in diesem herrlichen Fleckchen Erde, das uns allen so ans Herz gewachsen ist. Deutschland. Wie 1468 der Feierabend erfunden wurde. 29 Jahre später die Gemütlichkeit. Naja, das sind alles echte deutsche Erfindungen. Genau wie das lange Schlafen, das Abhängen und natürlich das Krankfeiern. All das hat Deutschland zu dem gemacht, was es heute ist. Das Wasserbett unter den Staaten dieser Erde. Frau Höller, Sie können den Bewerber hereinschicken. Herr Machalke. Guten Tag, Machalke. Sie hatten mich für heute... Hergebeten, ja, bitte nehmen Sie Platz. Ja, Sie haben sich also als Marketingassistent bei unserem Unternehmen beworben. Sehr schön, sehr schön. Sie haben natürlich Verständnis dafür, dass wir zuerst einen kleinen Test machen müssen. Aber keine Angst, es handelt sich um ganz harmlose Fragen. Erste Frage, fühlen Sie sich manchmal überfordert? Überfordert? Nein. Gut. Zweite Frage, haben Sie häufig das Gefühl, bestimmte Dinge schon mal erlebt zu haben? Nein. Gut. Entschuldigung, Herr Entenwender, möchten Sie vielleicht auch etwas vom Italiener bestellen? Was? Nein, Tommy darf nicht ins Ferienlager, aber darüber haben wir schon gesprochen. Ende aus und basta. Entschuldigung. Nächste Frage. Fühlen Sie sich manchmal überfordert? Nein. Nächste Frage. Haben Sie häufig das Gefühl, bestimmte Dinge schon mal erlebt zu haben? Ich glaube, Sie ja haben... Ja oder nein? Nein. Entschuldigung, Herr Entenwender, möchten Sie vielleicht auch etwas beim Italiener bestellen? Was? Nein. Tommy darf nicht ins Ferienlager, aber darüber haben wir schon gesprochen. Ende aus und basta. Entschuldigung. Fünfte Frage. Haben Sie häufig das Gefühl, bestimmte Dinge schon mal erlebt zu haben? Ja, passen Sie auf, jetzt kommt bestimmt gleich wieder Ihre Empfangsdame rein, fragt, ob Sie was vom Italiener bestellen wollen und Sie sagen dann nein, Tommy darf nicht mit ins Ferienlager. Meine Empfangsdame kommt aber nicht. Sehen Sie? Kommt nicht. Nicht. Ich dachte nur, weil eben ein paar Mal... Sie sind ein bisschen überspannt. Vielleicht sollten wir erst mal mit dem Test beginnen, ja? Erste Frage. Fühlen Sie sich manchmal überfordert? Nein, ich meine... Nächste Frage. Ohrfeigen Sie sich manchmal selbst? Entschuldigung, Herr Entenwender, möchten Sie vielleicht auch mit ins Ferienlager? Was? Nein, aber ich würde gerne etwas beim Italiener bestellen. Entschuldigung, wo waren wir stehen geblieben?
Ohrfeigen Sie sich manchmal selber? Das ist aber eine komische Frage, die Sie mir da stellen. Finden Sie nicht auch? Nein, aber da sind wir stehen geblieben, kurz bevor Ihre Empfangsdame... Wissen Sie, welche Empfangsdame? Sie müssen sich ein bisschen mehr konzentrieren, ja? Also, nächste Frage. Würden Sie auch gerne was beim Italiener bestellen? Ja. Prima! Wissen Sie was? Da gehen Sie doch in die Pizzeria in der Ali Mendelssohn-Straße. Die hat die beste Pizza in der ganzen Stadt. Frau Höller, Abschied! Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir und der andere Teil bleibt hier. Komisch, Frau Höller. Komm mir vor, als hätte ich das Ganze schon mal erlebt. Sagen Sie, wann kommt eigentlich dieser Machalke, der sich heute vorstellen wollte? Deutsche finden andere Deutsche in Uniform sehr sexy. Aber Deutsche mögen Deutsche auch in kurzen Röcken oder Smokings oder in hohen Absätzen oder in Latex oder mit und ohne Bart. Um eine lange Geschichte kurz zu machen. Deutsche sind heiß. Müssen wir auf jeden Fall schaffen. Achtung! So, meine Herren, neuer Einsatzbefehl. Sicherung der Rauschgiftfelder von den Taliban und Vernichtung der Opiumernte. Die Karte? Die Karte liegt bereits auf dem Tisch, Herr General. Richtig, gut aufgepasst. Also, wir befinden uns im Norden und die Opiumfelder befinden sich im Süden. Und der Abstand dazwischen ist ja gar nicht so lang, 20 Zentimeter. Und das bedeutet, kurzer Weg, kurzer Einsatz. Herr General, das ist doch nur der Maßstab auf dieser Karte. Sind Sie Geograf, Schulz? Müller. Ein ehrenwerter Beruf. Sie mahlen das Getreide für unser tägliches Brot. Was machen Sie eigentlich beim Bund? Mein Name ist... ist ja auch egal. Also auf dieser Karte sieht man doch sehr deutlich, dass zwischen unserer Position und der Position der Opiumfelder das komplette Hindukuschgebirge liegt. Hindukuschgebirge, hä? Sieht aber gar nicht so hoch aus. Ist es aber. Na schön, das macht die Sache nicht gerade leichter. Wir müssen die Ausrüstung schleppen. Schatz! Normalerweise verladen wir die ganze Ladung in den Hubschrauber, General. Hubschrauber, Hubschrauber. Eine sehr gute Idee. Da brauchen wir die Sachen nicht selber zu schleppen. Kommt die Ausrüstung in den Hubschrauber? Meine Herren, ich habe eine gute Nachricht. Wir brauchen die Ausrüstung nicht selber zu schleppen. Die kommt in Hubschrauber. Das macht den 1000-Kilometer-Marsch gleich viel einfacher. Vielleicht sollten wir mit den Hubschrauber mitfliegen. Sie meinen? Mit der Ausrüstung in die Hubschrauber. Hat doch den Vorteil, dass wir zusammen mit der Ausrüstung da wären. Fantastisch! Meine Herren! Dem Zugführer Schulz ein dreifaches. Hip, hip! Hurra! 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 Dankeschön. Wer sind Sie? Schulz, Herr General. Sind Sie beide verwandt? Nein, mein Name ist... Auch Schulz? Also Schulz 1 und Schulz 2. Ich bin Müller. Müller! Müller! Herrgott, so schwer kann das doch nicht sein! Ist das ja auch nicht. Bitte sehr, wenn Ihnen Ihr Beruf so viel bedeutet, dann malen Sie ihm etwas. Kraus, bringen Sie ihm eine Kaffeemühle. Bitte schön. Wer bin ich denn? Schulz, du mit dabei, ja. Und du Kraus natürlich auch, du elender Arschkriecher. Er merkt denn gar nicht, dass der Trottel von Tuten und Blasen keine Ahnung hat? Die ganze Operation ist ein Fiasko! Trottel? Wen meint er damit? Sie, Herr General. Ja, ja, gut aufgepasst. Ich bin ein Trottel, stimmt. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, das stellt eine Beleidigung dar. Ach so. Ja, dann festnehmen und abführen. Viel Spaß. Ihr Schleimscheißer! Also, wo sind wir stehen geblieben, Schulz 2? Bei der Vernichtung der Opiumfelder im Süden, Herr General. Sehr gut. Und um wie viel Opium handelt es sich? Da kommen sicher einige Tonnen zusammen, Herr General. Einige Tonnen? Jawohl. Sehr gut. Also dann, Männer, ran an den Speck. Ich glaube, das wird eine verdammt geile Kifferei. Jawohl, Herr General! Entschuldigung. Kann ich Ihnen helfen? Gern. Ich suche ein Buch, weiß aber leider den Titel nicht mehr. Worum geht's denn darin? Naja, wenn ich das wüsste, bräuchte ich es mir ja nicht mehr zu kaufen. Ne? Da wäre die ganze Spannung weg. Und den Namen des Autors, wissen Sie den? Nee, sowas merke ich mir nie. Aber zählen Sie mir doch einfach mal ein paar auf. Ich glaube nicht, dass das besonders hilfreich sein würde. Aber bitte. Stephen King, Truman Capote, Labs Kowalski, Cressman Taylor, Morrison Lewis. Weiter. Umberto Eco, Jack London, Martin Walser, Thomas Mann, Carsten Sebastian Henn. Das sagt mir alles nichts. Aber das Buch, das ich suche, ja, das ist ungefähr so hoch und so breit.
Das trifft auf ziemlich viele Bücher hier zu. Na gut, könnte ich die da mal bitte sehen? Ich fürchte, das würde ziemlich lange dauern. Aber vielleicht wissen Sie ja noch etwas anderes über den Autoren. Lassen Sie mich überlegen. Neulich habe ich noch was über den gelesen, ja? Da war auch ein Bild dabei. Und darauf trug der ein dunkelbraune Pullover. Das hilft uns nicht weiter. Ein Rollkragepullover, dunkelbraun. Also, sehr gut auskennen tun Sie sich aber nicht, junger Mann. Entschuldigung, Ihre Angaben sind aber auch nicht besonders präzise. Stimmt, Entschuldigung, mein Fehler. Wissen Sie was? Ich nehme einfach einen anderen Autor. Hm? Haben Sie einen, der grüne Strickjacken trägt? Ein italienischer Amateurhockeyspieler, 1,92 groß, blaue Augen, welliges, brünettes Haar, mit einer Narbe auf dem rechten Knie. Ja! Und ein Faible für Basaltgestein im fränkischen Jura. Nein! Meine Herren, die Presse wartet. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was ich denen erzählen soll. Meine Wiederwahl steht auf dem Spiel. Wie komme ich aus der Sache raus? Vorschläge bitte. Ich will nicht unvorbereitet wirken, aber was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Was das Problem ist? Er fragt, was das Problem ist, Holbach. Sagen Sie ihm, warum die Presse oben auf mich wartet, um mich zu zerreißen? Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Sie haben mich angerufen, ich bin gekommen. Mein Gott, mit was für Beratern bin ich umgeben? Sagen Sie einfach, worum es geht. Wir werden schon eine Lösung finden. Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass meine Karriere auf dem Spiel steht. Steht sich das nicht immer? Also fest steht auf alle Fälle, irgendjemand hat irgendwelchen Dreck über mich ausgegraben, die Presse informiert und will mich fertig machen. Die eine oder andere Zusatzinformation wäre da sehr hilfreich. Ja, sonst können wir wenig machen. Okay, dann machen wir einfach mal nichts. Und wenn ich gleich gefragt werde, ob ich wirklich im Vollrausch nackt auf einem Esel durch die griechische Botschaft geritten bin, dann wissen wir ja, warum wir sind. Sie sind nackt auf einem Esel? Nein, das bin ich nicht. Das war nur ein Beispiel. Ich glaube jedenfalls, dass ich das nicht bin. Ich war betrunken. Das könnte auch die philippinische Botschaft gewesen sein oder irgendwas ganz anderes. Ja, was sagen Sie denn dann? Ihr Job ist nicht zu fragen, was ich sage, sondern mir zu sagen, was ich sage, wenn die fragen. Also sagen Sie schon. Sie könnten zum Beispiel sagen, dass Sie unter dem Einfluss von Außerirdischen standen und nicht Herr Ihrer selbst waren. Sehr gut, das könnte auf so ziemlich alles passen. Außerirdische sind jetzt total wahnsinnig geworden. Wir wollen es verbessern und nicht verschlechtern. Gut, keine Außerirdischen. Bitte. Ah, ich weiß. Sie sagen einfach, dass der Bundespräsident Sie gezwungen hat, zu tun, was immer es ist, von dem wir nicht wissen, was Sie getan haben sollen. Ja, ich schiebe es dem Bundespräsidenten in die Schuhe. Ja, das wird er mögen. Problem gelöst. Sie sind alle sowas von unfähig und Sie sind alle gefeuert. Also ich glaube nicht, dass Sie hier jemanden finden, der mit diesem... Ach, glauben Sie. Ja, das glauben Sie. Ja, dann glauben Sie mal schön weiter. Auf Wiedersehen. Unfassbar. Meine Güte. So, was sage ich jetzt der Presse? Ja, Sie könnten sagen, dass Ihr lang verschollener Zwillingsbruder genau das getan hat, was immer es ist, was Sie getan haben sollen. So funktioniert's. Sehr gut. So, meine Herren. Drücken Sie mir die Daumen. Meine Damen und Herren von der Presse, Sie werden es nicht glauben, aber ich stand unter dem Einfluss des außerirdischen Zwillingsbruders des Bundespräsidenten und war nicht Herr meiner selbst. In Deutschland gibt es ein altes Sprichwort. Wer nichts wird, wird Wirt. Und wer gerne Verbrechen aufklärt und mit Polizeiwagen durch die Gegend fährt, wird Polizist. Wie wahr? Päuschen? Jo, Päuschen. Ah. Sag mal, du hast auch noch so viel Resturlaub, ne? Mhm. Ich habe noch 3 Wochen. Ich auch. Sag mal, wann ist es eigentlich am besten, den zu nehmen? Ich habe mir gedacht, ich nehme nächsten Monat, dann habe ich Geburtstag, dann kann ich so richtig abfeiern. Ja, habe ich auch gedacht. Aber ich habe erst einen Monat später. Und wenn du weg bist, muss ich mit Schnellinger auf Streife gehen. Geht ja gar nicht. Aber vielleicht können wir ein paar Brückentage ausnutzen und den Urlaub so legen, dass er von deinem Geburtstag zu meinem Geburtstag reicht. Mhm. Ja, oder wir vergessen die Geburtstage und wir fliegen zum Karneval nach Rio. Ja, oder irgendwie beides. Ja. Aber wie und wann? Ja. Gute Frage. Wann? Mann. Wann? Oh, die Dealer sind aneinander geraten. Oh Mann. Das sind ja richtig viele diesmal. Das sind ja 3 ganze Gangs. Und die kommen auf uns zu, aber ich weiß, wann wir unseren Resturlaub nehmen. Ja? Wann? Jetzt. Dachte ich mir. Jetzt. Ja, ja. Du hast gesagt jetzt, ne? Ja, gleich. Also hier hält. Gleich. Okay, pass auf, ganz ruhig. Okay, kein Stress. Jetzt. Ich gebe noch ein bisschen Zeit. Ja? Wir haben gesehen, Deutschland ist ein aufstrebendes Land mit fleißigen Menschen, die gerne und viel bauen. Häuser, Berge, Tüten oder auch einfach mal nur Scheiße. Ich für meinen Teil freue mich jetzt auf meinen wohlverdienten Feierabend und ich werde mir auch etwas bauen. Einen 8-stöckigen Gin mit einem Hauch Wermut im Souterrain. Bis bald. Thank you.
Das war's. Zumindest vorläufig, denn natürlich wollen sie mehr Deutschland. Also, bis nächstes Jahr. Sagen Sie mal, waren Sie schon mal in diesem Hotel? Ich komm doch mit was! Was? Okay, dann machen wir einfach mal nichts. Oh mein Gott. Arschlöcher? Klugscheißer. Hals abschneiden. Wir sind nicht alle so. Was ist passiert? Am Gartenzwerg. Wo ist die Leiche? Sie stehen drauf. Ich glaube, ich bin am Ende. Ich glaube, das wird eine verdammt geile Kifferei. Wir wollen